Hallo liebe Hungrige, heute gibt es süße Kartoffelknödel, mit Obst gefüllt, sehr lecker und meine Variante von Winterkartoffelknödeln, auch wenn es draußen noch nicht schneit. Warum dann? Weil dieser tolle, urkomische und dennoch spannende Krimi von Rita Falk verfilmt wurde und dieser Tage den Filmstart in unseren Kinos hat. Das Ganze ist ein Krimi mit viel schwarzem Humor, in dem der bayerische Provinzpolizist Franz Eberhofer gegen den Willen seines Vorgesetzten in einer Serie bizarrer Todesfälle ermittelt. Ich habe tiefgründig recherchiert, auch in den zum Film gehörenden ganz speziellen Kochbuch und festgestellt, es gibt kein Rezept für Winterkartoffelknödel. Ergo habe ich mir dieses ausgedacht. Ich hoffe, es gefällt euch ebenso wie mir. Ach so, ehe ich es vergesse, am Ende gibt es ein Gewinnspiel zum Film und falls ihr schon mal den Trailer dazu sehen wollt, könnt ihr den hier eingeblendeten Link oder den in der Infobox dazu nutzen. Für unsere Knödel brauchen wir Mehl, Salz, ein Ei, Semmelbrösel, Obst und das kann frisches sein, zum Beispiel Aprikosen oder Pflaumen oder auch getrocknetes und ich verwende Feigen und wenn ihr euch auch dafür entscheidet, empfehle ich Preiselbeeren als Beilage dazu. Wir brauchen weiter Butter, eine Zimt-Zuckermischung, Puderzucker und natürlich Kartoffeln. Diese sollten mehlig kochen sein. Zuerst geben wir die Kartoffeln in einen Topf mit Wasser und kochen sie. In der Zwischenzeit sieben wir das Mehl in eine Schüssel und geben die in Flocken oder kleine Würfel zerteilte Butter hinzu. Mit den Händen verarbeiten wir nun alles zu einer fein krümeligen Masse. Ihr seht, hat am Ende so in etwa die Konsistenz von kleinen Brotkrumen. Die gekochten und leicht abgekühlten Kartoffeln pellen wir jetzt. Wir halbieren oder je nach Größe dritteln sie auch. Wir befüllen dann eine Kartoffelpresse damit und drücken die Kartoffeln nun auf die Mehlmischung in der Schüssel. Und das, bis eben alle Kartoffeln aufgebraucht sind. Solltet ihr keine Kartoffelpresse haben, dann stampft sie separat und gebt sie darauf. Anschließend geben wir einen knappen halben Teelöffel Salz darüber, drücken in die Mitte eine kleine Mulde und geben das Ei hinein. Nun alles miteinander verkneten. Ich mache das zuerst mit einem Holzlöffel und dann mit den Händen, bis ein weicher Teig entstanden ist. Allerdings dabei auch zügig und nicht zu lange kneten. Den Teig geben wir jetzt auf eine bemehlte Arbeitsfläche, formen daraus eine Rolle und zerteilen diese anschließend mit einem scharfen Messer in 6 möglichst gleich große Teile. Da ist ein bisschen Augenmaß gefragt, doch das habt ihr ja. Anschließend die Teigstücke mit den Händen zu flachen Scheiben drücken, das Obst, also in meinem Fall die getrocknete Feige darauf geben, den Teig rundherum legen und andrücken, sodass sie also vollständig davon umschlossen ist und dann eher sachte zwischen den Händen rollen, bis eben glatte Knödel entstehen. Und das Prozedere wiederholen wir, bis sämtliche Teigstücke verarbeitet sind. In einem großen Topf bringen wir leicht gesalzenes Wasser zum Kochen, geben dann die erste Portion der Kartoffelknödel hinein, werden feststellen, dass sie zu Boden sinken. Mit leicht geöffnetem Deckel bringen wir das Wasser wieder zum Wallen, reduzieren dann die Hitze und lassen die Knödel ca. 10 bis 12 Minuten köcheln. Fertig sind sie, wenn sie an der Oberfläche schwimmen. Und dann nehmen wir sie auch heraus, um mit den anderen Knödeln ebenso verfahren zu können. In einer Pfanne zerlassen wir jetzt die Butter, geben die Semmelbrösel hinein, wir bräunen sie und rühren leicht an, und geben dann die Klöße darauf. Diese wenden wir so lange darin und das kann schon 1-2 Minuten dauern, bis sie möglichst gleichmäßig von den Bröseln bedeckt sind. Dann nehmen wir sie aus der Pfanne und verfahren mit den anderen Knödeln ebenso. Und jetzt kann angerichtet werden, die Knödel wahlweise mit dem Zimtzucker bestreuen oder sie mit Puderzucker bestäuben. Nun noch von den Preiselbeeren dazugeben. Seitdem ich mal einen feigen Cranberry-Kuchen gebacken habe, weiß ich, dass das eine leckere Kombination ist. Ich garniere noch mit einem Blättchen Minze, auch das passt dazu. Und dann darf gegessen werden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Ach ja, das Gewinnspiel Winterkartoffelknödel ist die Fortsetzung eines anderen Romans von Rita Falk, der auch verfilmt wurde. Die Frage, wie lautet der Titel dieses Films? Und zu gewinnen gibt es jeweils als Paket den Krimi selbst, das Kochbuch dazu und 2 Kinotickets. Es lohnt sich also. Und meine Empfehlung, schaut euch den Film an. Eure Antworten schickt bitte mit dem Betreff Gewinnspiel an die E-Mail-Adresse winterkartoffelknödel@pureonline.de. Ihr seht die Info hier eingeblendet und findet sie natürlich auch in der Infobox.
Ich drücke euch ganz doll die Daumen. Und falls euch der Sinn nach ganz anderen Gerichten steht, ihr vielleicht Popovers zubereiten möchtet, bei denen ihr die Wahl habt, ob sie süß oder herzhaft sein sollen, oder ihr die Kartoffeln lieber als Beilage zu einem bayerischen Cordon Bleu verarbeiten möchtet, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.